Erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung sichert Wachstum und Beschäftigung. Das soll die These sein. Diese Aussage wird wohl zunächst niemand bezweifeln. Ich denke, da sind wir uns auch einig. Die Fragen, die uns hier alle bewegen, sind jedoch: Wie können wir eine erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung befördern? Wo sind die Chancen? Wo die Herausforderungen? Und es hat doch gezeigt, Herr Ministerpräsident, draußen standen eine Vielzahl von jungen Auszubildenden und von gestandenen Bergleuten der MIPRAG, die sich ja ihre Sorgen machen. Aber ich denke, Sie haben hier schon eine klare, beruhigende Botschaft gesandt. Und ich denke, das wird nachher noch zum Ausdruck kommen. Und vor allem unterstütze ich natürlich meinen geschätzten Amtsnachfolger Götz Ulrich bei dessen nicht einfacher Aufgabe sehr gern. Und ich beschließe natürlich und begründe das auch meinen geschätzten Kollegen, alten Kollegen Frank Bannert. Es ist wichtig, dass man hier im Süden zusammenhält. Wir als Wirtschaftsförderkreis verstehen uns als sogenanntes Dachnetzwerk. Wir wollen Brancheninteressen bündeln und Vertreter miteinander ins Gespräch bringen. Wir wollen zugleich Verbindungsglied zu Politik, zu den Kommunen und den Medien sein. Wirtschaftsförderung ist mit zunehmenden finanziellen Engpässen der Kommunen immer schwieriger zu bewältigen. Der Wirtschaftsstandort Burgenlandkreis, darauf wird Landrat Ulrich im Folgenden eingehen, spielt eine nicht unwesentliche Rolle im mitteldeutschen Raum. Dass wir vor Herausforderungen stehen, wird wohl niemand hier im Saal bezweifeln. Doch es geht auch um Chancen. Chancen multiplizieren sich. Wenn man sie ergreift, heißt das hier im Besonderen. Uns muss es daher am Herzen liegen, Chancen zu entdecken und zu ergreifen. Das Thema Energie wird heute hier eine zentrale Rolle spielen. Und nicht von ungefähr werden wir uns auch mit der Netzwerkarbeit beschäftigen. Insbesondere der Kohlebergbau und Endenergie sind es, die unseren Wirtschaftsstandort prägen. Landwirtschaft, Ernährungswirtschaft und Tourismus sind die Branchen, in denen zahlreiche mittelständische Unternehmen hier angesiedelt sind. Es ist eine wunderbare Region, Herr Ministerpräsident. Wir haben großes Vertrauen in die Landesregierung und hoffen, dass diese gedeihliche Entwicklung weitergeht. Recht herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Für jeden ist klar, all das, was hier wirtschaftlich läuft, auch im Sinne der Energieerzeugung, beziehungsweise nicht nur der Energieerzeugung des Rohstoffes, der Förderung also auch der Braunkohle, der Verwertung und Verarbeitung von Braunkohle und der Nutzung auch als Energiebasis ist ganz stark auch mit dem Saalekreis verbunden, sowohl was Kraftwerkskapazitäten anbelangt, die es ja nicht nur hier gibt, im Chemieparkbereich, aber auch im entsprechenden Stadtwerkebereich, sondern es ist vor allen Dingen die gesamte Chemie im Chemiedreieck davon abhängig, dass eine grundlastfähige Energieerzeugung gesichert ist und dass dort rund um die Uhr, und das sind chemische Prozesse gewöhnt, beziehungsweise sie sind gar nicht anders betreibbar, rund um die Uhr ganzjährig dort Strom da ist, also auch nicht nur, wenn Wind weht und die Sonne scheint. Die Anlagen müssen betrieben werden. Wir brauchen eine Grundlastfähigkeit. Deutschlandweit beträgt der Anteil der Braunkohle an der Energieerzeugung 25%. Bei der Sicherstellung der Grundlast und damit also auch der Stabilität der Versorgung und der Stabilität der Netze im physikalischen Sinne, was Frequenzen und andere Parameter anbelangt, ist der Anteil der Braunkohle in Deutschland nach wie vor 50%. Die deutsche Volkswirtschaft ist ohne Braunkohle überhaupt nicht denkbar. Und dass es noch einen fast letztverbliebenen Industriestandort in Europa gibt, mit deutlich über 20% Industriearbeitsplätzen, auch bei uns in Sachsen-Anhalt, ist dieser energetischen Basis zu verdanken. Und jeder muss wissen, ich komme ja nachher noch auf die Energiewende, deren Verfechter ich auch ganz klar bin, dass diese Energiewende eben nur funktioniert, wenn wir genau diese Bereiche stabil halten für die nächsten Jahrzehnte, egal wie man das nennt, ob Brückentechnologie oder sonst was, solange, und ich bin ein geborener Physiker, der Physik und der Technik noch nicht viel mehr eingefallen ist als derzeit an Speicherkapazitäten im Sinne des wortwörtlichen Kapazitätsbegriffs, solange werden wir diese Braunkohle brauchen, in der Hoffnung, dass die Physiker- und Technikergenerationen nach uns etwas zutage fördert und technologisch entwickelt, was an dieser Stelle substituieren hilft
weil natürlich auch die natürlichen Ressourcen irgendwo begrenzt sind, wobei bei der Braunkohle durchaus die Verfügbarkeit viele, viele Jahrzehnte noch sicher wäre. Aber das ist sozusagen auch ein Geschäft, wo man nicht zu sehr in die Glaskugel schauen sollte, sondern einfach gucken muss, was die technologische Entwicklung mit sich bringt. Sondern wir leben in Deutschland in einer Generationenverpflichtung und in einem Generationenvertrag bis hin in die Rentenzahlung hinein, wo wir nicht in irgendeiner Weise was kapitalisiert selber aufbauen können, sondern wo wir davon ausgehen müssen, dass es die nachfolgende Generation ist, die Arbeit haben muss, um tagesaktuell die Sozialversicherungsbeiträge zu zahlen, damit wir dort eine Rente bekommen. Und wenn die keine Jobs haben, weil wir ihnen die Basis abgeschnitten haben, dann werden wir ein Desaster erleben. Und aufgrund dieses in Deutschland gefundenen Generationenvertrages müssen wir also auch an dieser Stelle strategisch in der Region als auch landes- und bundespolitisch und europapolitisch auch sehr klar sagen, was wir flankierend aufbauen und uns auch den ausreichenden Zeitraum dafür gewähren, dass das funktionieren kann, weil keiner auf dieser Welt zaubern kann. Das Stichwort überholen ohne einzuholen sitzt uns noch so in den Knochen, dass man sich heute noch anhand der Schuldenberge in den öffentlichen Haushalten angucken kann, was das für Konsequenzen hatte, dieses Experiment. Und ich sage Ihnen, einmal hat mir gereicht in meinem Leben, für ein weiteres Experiment stehe ich in dieser Form nicht zur Verfügung. Trotzdem sind wir aber auch, und das sage ich auch bewusst in Richtung auch der politischen Strukturen und auch politischen Formierungen, die durchaus, sagen wir mal, die Ökologie in den Vordergrund stellen, die von keiner demokratischen Partei in Frage gestellt wird, dass wir uns trotzdem zu Recht stolz das erneuerbare Energienland nennen können. Denn 2014 haben wir in Sachsen-Anhalt gut 4,3 Gigawatt an Windleistung installiert, nur neu installiert. Wir haben also inzwischen rund 2500 Windkrafterzeugungsmaschinen und Anlagen im Lande Sachsen-Anhalt. Das ist bezogen auf die Bevölkerung mit die höchste Dichte auf der Welt. Und wir haben mit diesen 2600 genau Windkraftanlagen insgesamt eine installierte Leistung von 1,8 Gigawatt, die zwar formal zur Verfügung steht, aber natürlich aufgrund dessen, dass ein Kalenderjahr ungefähr 8600 Stunden umfasst, nur ungefähr 2500 bis 3000 Stunden maximal im Netz ist. Und die anderen 5000 Stunden müssen in einem Jahr ebenfalls mit Strom untersetzt werden, sodass wir also auch an dieser Stelle sehen, dass diese Anlagen entsprechend wichtig sind, aber als Kapazität nie durchgängig zur Verfügung stehen und wir diese Kompensation an dieser Stelle mit Braunkohle benötigen. Nun könnte man sagen, es gibt doch noch Gas und Öl. Und da sage ich Ihnen, wer Gas zur originären Energieerzeugung in dieser Form einsetzt, versündigt sich, und das mag meine persönliche Meinung sein, versündigt sich an der Generationenfolge der nächsten 100 bis 200 Jahre. Gas ist eigentlich ein Stoff, der in der Chemie zur stofflichen Verwertung und für chemische Prozesse eingesetzt werden muss. Und wer gerade auch das größte Düngemittelwerk Europas im Lande weiß, Stickstoffwerk Piesteritz, wo übrigens ein Werk vorhanden ist, was als größter Einzelverbraucher von Erdgas in Deutschland registriert ist und wo die Hälfte des in Sachsen-Anhalt verbrauchten Erdgases in Düngemittel umgewandelt werden, die wiederum für die Ernährung in Deutschland, Europa und der Welt dringend notwendig sind. Ansonsten ist eine Weltbevölkerung nicht ernährbar ohne Düngemittel. Wer weiß, dass dieses Gas endlich ist, kann es eigentlich nicht zur Stromerzeugung einsetzen. Ich sage eben nochmal, er versündigt sich. Und das sage ich auch bewusst als Physiker, der durchaus auch bezüglich der unterschiedlichen Energieerzeugungsmöglichkeiten weiß, welche Rohstoff- und Grundstoffbasis sozusagen für was optimal eingesetzt werden kann und wo es eine schlichte Verschwendung ist, zumal dort auch CO2 entsteht, sicherlich nicht ganz so intensiv wie bei der Braunkohle- oder Steinkohleverstromung, aber wo man weiß, dass die Alternativen im Sinne von Ernährung der Weltbevölkerung anderweitig kaum aufzubringen ist als über die Ammoniaksynthese und über die Harnstoffsynthese. Und deswegen ist das für mich auch eine ganz klare Setzung,
dessen, dass Gaskraftwerke sicherlich punktuell zur Regelenergieerzeugung im Netz sein können, aber eigentlich eine riesige, fast schon moralisch angreifbare Energieerzeugungsart darstellen, die ich nicht präferiere und solange ich auch politische Verantwortung trage, auch nicht in den Vordergrund stellen würde. Über die installierte Leistung von Photovoltaik mit 25.000 Anlagen möchte ich nur am Rande sprechen, auch 400 Biomasseanlagen, die insgesamt mit einer installierten Leistung von fast 400 Megawatt im Netz sind, haben wir also ein breites Spektrum an erneuerbarer und regenerativer Energie, mit der wir uns wirklich deutschlandweit ganz, ganz vorne und europaweit sowieso ganz, ganz vorne bewegen, sodass wir an dieser Stelle auch keine moralischen Skrupel aufbauen brauchen, wenn es darum geht, nicht ausreichend in Richtung Zukunftsfähigkeit zu laufen. Wer allerdings auch weiß, wie mühsam es ist, diese nicht grundlastfähigen Energieerzeugungsarten durch Speicher und Puffer in irgendeiner Weise doch ganzjährig zur Verfügung zu stellen und auch stabil als Grundversorgung zu sichern, der weiß, wo derzeit und auch in den nächsten Jahren unsere physikalischen und technologischen Grenzen sind. Nur ein Bruchteil dessen gelingt es derzeit, in Speichern irgendwo so zu hinterlegen, dass sie auf- und abrufbar sind, wenn der Bedarf auch da ist oder Spitzen ausgeglichen werden müssen, sodass an dieser Stelle wir sehr, sehr demütig, realistisch die Grenzen auch der derzeitigen Energiewende erkennen müssen, wenn es um die Eigenversorgung einer nationalen Volkswirtschaft geht. Natürlich kann man Atomstrom aus Tschechien und aus Frankreich dazu kaufen. Die Frage ist nur, ob das als Begründungsmuster dienen kann, wenn wir selber bewusst mehrheitlich demokratisch getragen den Atomausstieg parallel zur Energiewende derzeit betreiben, mit Energiewende jetzt im engeren Sinne jetzt die CO2 und sonstigen Klimaziele entsprechend benennend. Wir wissen, dass wir mit unserer Umstellung erstens mal Verantwortung tragen für insgesamt 30.000 Arbeitsplätze, die direkt und indirekt in Mitteldeutschland im Zusammenhang mit der Braunkohleindustrie registriert sind, dass alleine 3.000 Beschäftigte hier im Umfeld MIPRAG dargestellt sind und dass wir an dieser Stelle eben auch arbeitsmarktpolitisch für eine Region, die nicht beliebige Alternativen zu entwickeln hat und zur Entwicklung hat, entsprechend auch sorgsam umzugehen haben, bis hin auch zu den Signalen. Und dass wir, wenn ich mal nur mal den Vergleich noch mal bringen darf, was die Speichermöglichkeiten anbelangt, das Kraftwerk Schkopau hat eine verfügbare Leistung von 900 Megawatt. Derzeit besteht die Speicherkapazität in Sachsen-Anhalt. Da sind wir schon sehr, sehr progressiv auch mit südkoreanischen Investoren unterwegs. 1 Megawatt. Eine Megawattanlage haben wir da. Und da wissen wir, dass wir damit nicht mal ein 900stel oder gerade mal ein 900stel eines einzelnen Kraftwerkes speichern können, um in irgendeiner Weise das Gesamtsystem aufrechtzuerhalten. Das ist also nur mal als Zahlenspiel, um Transparenz zu machen, über welche Größenordnung wir hier reden. Erneuerbare Energiennutzung für uns erhebliche sonstige finanzielle Belastung auch für Sie als Wirtschaftsunternehmen erzeugt. Denn das Umstellen auf erneuerbare Energien heißt ganz konkret dezentrale Einspeisepunkte, Umkehr der Stromrichtung von unten nach oben in die oberen Verteilsysteme der 380 kV-Ebene, bei uns von 50 Hertz betrieben. Das heißt, all das, was wir in der Systematik der Strompreisweitergabe von oben nach Erzeugung und dann von oben nach unten zum Endverbraucher gewöhnt sind, ist durch die entsprechende hohe Struktur an Energieerzeugung im erneuerbaren Bereich völlig umgedreht, sodass wir also diese Infrastrukturen, die Netze also bis hin zur Verteilstruktur in umgekehrter Richtung nutzen und damit also auch Kosten erzeugen. Auf der einen Seite, dass also Redispatch-Kosten bzw. Ausgleichskosten für die Netznutzungsentgelte durch uns alle, durch Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen aufgebracht werden müssen, und zwar regional, dort, wo das Ganze stattfindet, nicht deutschlandweit umgewälzt, sodass wir also die höchsten Netznutzungsentgelte haben, weil wir so ökologisch unterwegs sind und die höchsten Netznutzungsentgelte auch zu den höchsten Strompreisen führen. Mit Sachsen zusammen haben wir die höchsten Strompreise in Deutschland. Das ist also unser Beitrag zur erneuerbaren
Energienutzung und auch zur Erzeugung und zur Sicherung des Klimaziels der Bundesrepublik Deutschland, die mehrheitlich durch uns hier im Osten und in Sachsen-Anhalt nach vorn getrieben wird, während Sie in Baden-Württemberg derzeit eine Handvoll von Windkrafträdern vorfinden. Ich will das gar nicht politisch interpretieren, da merkt man auch, wo die Grenzen sind, des politischen Wollens und auf der anderen Seite dessen, was auch wirklich gelingt. Die Windräder stehen bei uns. Und damit ist das klar, dass wir also auch von der politischen Orientierung her uns in keiner Weise irgendwo rechtfertigen müssen. Aber das Entscheidende ist, dass die Kosten, die wir weiterhin brauchen für die dezentrale Energieerzeugung und das Einswitchen in die Netze hinein, noch von der Bundesnetzagentur in einer Größenordnung von 2,4 Milliarden Euro Investitionsbedarf für Sachsen-Anhalt klassifiziert wird. Es müssen also Netzinvestitionen in den nächsten Jahren von 2,4 Milliarden Euro durch die Netzbetreiber aller Ebenen dargestellt werden, damit das Ganze, was auf den Weg gebracht ist, auch funktioniert. Mit diesen Daten verbunden will ich einfach nur Folgendes sagen. Wir tragen eine erhebliche Last, um all das, was politisch beschlossen ist, in Brüssel, aber auch in Berlin umsetzen zu helfen. Und deswegen nehmen wir uns an dieser Stelle auch ganz klar das Recht heraus, in den Bereichen, wo wir CO2 emittieren mit degressiver Tendenz, dass wir in diesen Bereichen durchaus auch Wirtschaft betreiben können und uns als Stromexporteur auch in Deutschland so darstellen, dass wir wenigstens dann auch die Erträge nutzen können, um langfristig vielleicht Strukturveränderungen zu erzeugen. Das heißt, wir sind als Ganzheit sowohl im Bereich der konventionellen Energieerzeugung, der erneuerbaren Energien, der entsprechenden Netzinfrastrukturen und der Klimaziele eine entscheidende Schlüsselposition innerhalb der deutschen Nation und auch der deutschen Volkswirtschaft. Und diese Verantwortung wollen wir auch als Land Sachsen-Anhalt tragen. Aber die Belastungsfähigkeit muss auch respektiert werden, wenn es darum geht, diese Prozesse von einem Jahr zum anderen Jahr über die nächsten Jahrzehnte organisieren zu helfen. Und deswegen war es ein gutes Zeichen, dass vorhin die IGBCE-Vertreter sich hier auch klar positioniert haben und mich auch mit den anderen Politikern gemeinsam empfangen haben. Es sind in den letzten 25 Jahren, vor allen Dingen in den ersten 10 Jahren nach der Wiedervereinigung, aufgrund der Strukturbrüche, die wir alle kennen, viele, viele junge Menschen weggewandert. Das tut uns heute noch richtig weh, wenn ich mir den Lebensbaum angucke und den Geburtensterbesaldo. Obwohl im letzten Jahr mehr Menschen zurückgekehrt sind nach Sachsen-Anhalt als weggezogen sind, ist der Geburtensterbesaldo aufgrund der fehlenden Jahrgänge zwischen 1990 und 2005, sage ich mal, ist dieser Geburtensterbesaldo einfach negativ. Wir verlieren jedes Jahr 16.000 Menschen. Übrigens auch ein Thema dafür, wie wir auch diese ganze Flüchtlingsthematik als Chance sehen sollten, wenn es darum geht, denen mit einer positiven Perspektive auch eine Perspektive hier im Landkreis in unserem Land zu organisieren. Aber auf der anderen Seite kann es nicht sein, dass wir jetzt schon wieder einen nächsten Strukturbruch organisieren und diese jungen Menschen wieder auf die Piste schicken und sagen, sucht euch irgendwo anders einen Job. Das kann es nicht sein. Und politisch sage ich ganz klar, die Kohle, die Energieerzeugung, die Chemie, auch die stoffliche Verwertung von Kohle bzw. Kohlenstoff in den nächsten Jahrzehnten, die wir auch wissenschaftlich befördern. Aber auch das, was die MIPRAG mit der Region und mit all den Partnern hier vor Ort verabschiedet bzw. gerade vereinbart hat. All das ist belastbare Basis, dass wir uns hier hinstellen können und sagen, dieser Landkreis, dieses Land, unser Bundesland Sachsen-Anhalt hat eine gute Zukunft. Und wie das im Detail aussehen kann, das wird vor allen Dingen in Ihren Unternehmen auch mitgesteuert. Und deswegen ist es gut, dass wir hier zusammenkommen und auch diskutieren. Motiviere ausdrücklich die politische Spitze, egal ob in Pension oder nicht in Pension, sich weiterhin zu engagieren. Dann ist mir um die Ergebnisse nicht bange. Herzlichen Dank und alles Gute. Sind wir jetzt mittendrin in der Umsetzung der Energiewende? Und dabei hat uns die doch recht plötzliche Idee der Klimaabgabe aus dem Bundeswirtschaftsministerium gerade hier in unserer Region vor einige Herausforderungen gestellt.
Die Klimaabgabe hätte für unsere wirtschaftliche Entwicklung im mitteldeutschen Raum einen massiven Rückschritt und auch einen Strukturbruch bedeutet. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Arbeitsplatzverluste, die damit einhergegangen wären, und nicht nur bei der MIPRAG selber, sondern auch bei den Dienstleistungsunternehmen, sondern eben auch die Probleme, die bei der Versorgung energieintensiver Industriestandorte mit Prozessdampf passiert wären oder auch bei der Fernwärmeversorgung, das weiß Andy Haug besser als die meisten hier im Raum, für tausende Haushalte und auch für öffentliche Einrichtungen, die dadurch gefährdet gewesen wären. Allerdings ist der erwartete Kompromiss für die Braunkohle, für die MIPRAG wohl nicht zum Nulltarif umzusetzen, Herr Dr. Geißler. Und ich kann deshalb auch die Argumente der jungen Leute, der vor allen Dingen der Auszubildenden, die am Eingang heute die Ängste und die Befürchtungen und Sorgen mitgeteilt haben, nur zu gut nachvollziehen. Und auch der Kreistag des Burgenlandkreises hat deshalb am 11. Juni diesen Jahres einen unterstützenden Kreistagsbeschluss gefasst. Der Kreistag hat sich hier mit überwältigender Mehrheit, und die reicht dann, Herr Ministerpräsident, bei uns im Kreistag von der CDU bis zu den Linken, Christine Krössmann, bis zu den Linken, für die weitere Sicherung der Wertschöpfung aus der einheimischen Braunkohle bekannt. Die Braunkohle als Energieträger und gleichzeitig als Erdölersatz wird auch in der Zukunft, so glaube ich, eine wichtige Rolle spielen, denn die Chancen einer sechsfach höheren Wertschöpfung auf höchstem technologischem Niveau sollten wir uns in Mitteldeutschland nicht leichtfertig verbauen. Setzen wir aus diesem Grund auf der heutigen Konferenz deshalb auch ein klares Zeichen für die Zukunft der Braunkohle, für die Zukunft der Industriebetriebe und natürlich auch der Beschäftigten und Auszubildenden, die in diesen Unternehmen arbeiten, direkt oder indirekt also von der Braunkohle als heimischem Rohstoff profitieren. Und so haben sich in den vergangenen Jahren teilweise auch Unternehmen bei ihren Standortentscheidungen gerade auf die günstigere und vor allem leistungsstarke und sichere Energieversorgung auf Basis der Braunkohle verlassen. Die Investition der Südzucker AG am Standort Zeitz in Höhe von 125 Millionen Euro, sehr geehrter Herr Schlüter, ist ja auch ein Beispiel für ein solches gutes Investitionsklima. Und deshalb müssen wir auch über das Thema Braunkohle im engeren Sinne hinausschauen, wenn wir an solche Ideen des Bundeswirtschaftsministeriums denken. Meine Damen und Herren, die zahlreichen Ausbildungsinitiativen und Bildungsangebote im Burgenlandkreis zu ordnen und von der frühkindlichen Bildung bis zum Übergang von Schule und Beruf und auch im anschließenden lebenslangen Lernen aufeinander abzustimmen, das soll das kommunale Bildungsmanagement im Burgenlandkreis sein. Da geht es also darin, die verschiedenen Bildungsakteure miteinander zu vernetzen, Lücken zu schließen, Transparenz zu schaffen, damit wir überhaupt wissen, was wir für Bildungsangebote in unserem Landkreis haben. Gerade auch unter Einbindung zahlreicher Flüchtlinge haben wir jetzt eine historische Chance, den jährlichen Einwohnerverlust von ungefähr 800 Menschen im Burgenlandkreis wenigstens zum Teil auszugleichen. Wir wollen mit immer 60 Flüchtlingen in Naumburg, Weißenfels und Zeitz berufsbezogenes Sprachtraining machen, eine konkrete Berufsvorbereitung über jeweils 6 Monate hinweg mit diesen Flüchtlingen durchführen. Und das so früh wie möglich, also noch bevor überhaupt über den Asylantrag entschieden wurde. Für die feste Einstellung von Asylbewerbern in Arbeit ist natürlich noch eine Arbeitserlaubnis der Bundesagentur für Arbeit notwendig. Und hier stehen wir aber im engen Kontakt mit der Agentur für Arbeit in Weißenfels, deren neuer Chef übrigens, Herr Scholz, heute auch hier ist und der uns zugesichert hat, schnelle und unkomplizierte Entscheidungen zu treffen. Der Burgenlandkreis wie auch der Saalekreis sind Gründungsmitglieder der Metropolregion und sehen vor allem in der stärkeren Vernetzung der Zusammenarbeit mit den benachbarten Städten und Landkreisen in Sachsen und Thüringen eine Chance, den Wirtschafts- und Tourismusstandort bekannter zu machen. Es ist außerdem ein Ziel, dass wir wichtige Infrastrukturen befördern und entwickeln, also zum Beispiel Energietrassen, Wasserstraßen,
Straßen, Radwege, aber auch eine stärkere Abstimmung durchführen zu Schulstandorten, Berufsschulen. Ich weiß, das ist nicht einfach und da ist auch eine Änderung in den landesgesetzlichen Regelungen notwendig. Aber im ÖPNV praktizieren wir das ja schon im Mitteldeutschen Verkehrsverbund. Und vielleicht gibt es tatsächlich dann einmal so etwas wie ein einheitliches S-Bahn-Netz Mitteldeutschland. Die Thüringer und Altenburg profitieren schon jetzt davon. Und ich denke, es wäre für Zeitz, für Weißenfels und für Naumburg eine gute Sache, hätten wir auch eine direkte S-Bahn-Anbindung neben den regionalen Verbindungen, eine direkte S-Bahn-Anbindung nach Leipzig. Okay. Eine geeignete Plattform für den Erfahrungsaustausch und die wirtschaftliche Zusammenarbeit in Mitteldeutschland ist dann auch ein sogenannter Wirtschaftstag, der schon seit längerem zwischen Sachsen und Thüringen gemeinsam stattfindet und der nun am 6. März 2016 zum 10. Mal praktiziert wird im sächsischen Zwenkau. Zudem lade ich Sie ein, denn dann wird das erste Mal auch der Burgenlandkreis ein offizieller dritter Partner sein, also ein Spiegelbild des Mittelstandes im Landkreis Leipzig, im Altenburger Land und eben auch im Burgenlandkreis. Und ich kann schon jetzt sagen, das habe ich mit den Landratskollegen in den beiden Landkreisen abgestimmt, dass wir den 11. Wirtschaftstag, Herr Oberbürgermeister Dr. Kunze, dann im Burgenlandkreis und zwar in Zeitz gerne machen wollen, wenn Sie uns haben möchten. Ja, die Infra-Zeit-Service-Gesellschaft, das ist ein rein kommunaler Standortentwickler des Burgenlandkreises und der Gemeinde Elsteraue. Der hat hier schon bisher 100 Millionen Euro in die Sanierung, den Ausbau in die Neuerrichtung industrieller Anlagen investiert. Und wir haben zum Glück vor kurzem, am 9. Juli, Herr Dr. Haselhoff-Fahrs, von Ihnen einen Zuwendungsbescheid über 11,7 Millionen Euro erhalten und können mit unseren Eigenmitteln jetzt rund 18 Millionen in den Standort in weitere technische Infrastruktur investieren für die weitere Unternehmensentwicklung hier an diesem Standort. Mit der Chemieindustrie hier am Standort, mit der Baustoffproduktion der Obterra GmbH, da werden Sie sagen, Obterra, was ist das? Das ist die ehemalige Lafarge in Karsdorf, mit der umsatzstarken Ernährungswirtschaft in der Unstrut-Finne-Region, in Weißenfels, wie zum Beispiel Frischli, die Firma Henglein, im Kloster Häseler Rotkäppchen, die Winzervereinigung, sind wir in Kombination mit einem starken Mittelstand und dem Handwerk im Burgenlandkreis stabil aufgestellt. Heute dem Hauptorganisator Harry Reiche, unserem Altlandrat, sehr herzlich danken, dass er die Hauptlast dieser Organisation übernommen hat mit dem Wirtschaftsförderkreis und unseren Sponsoren und natürlich auch Herr Dr. Pratzke, dem ISW und allen Referenten. Meine Damen und Herren, Glück auf! Herr Ulrich, ich bin Ihnen sehr dankbar und ich bin auch Herrn Haselhoff sehr dankbar für die klaren Worte zur Flüchtlingspolitik. Ich sehe da auch eine große Chance für die Region. Und wenn ich Hans Junge anschaue, ich glaube, wir sind uns einig, da wo das Unternehmen Libak helfen kann, werden wir es tun, auch kurzfristig, um Sie in Ihren Bemühungen hier zu unterstützen. Wer die Bilder im Fernsehen sieht über Familien, die mit Kleinstkindern beschwerliche Wege auf sich nehmen, der kann davon nicht unberührt bleiben. Und ich glaube, da ist unsere Verpflichtung, als Wirtschaftsunternehmen zu helfen. Sehr geehrter Herr Haselhoff, herzlichen Dank für Ihre klaren Worte, nicht nur bezogen auf die Energiepolitik, sondern auch auf die Entwicklung der Wirtschaft in bestimmten Regionen. Sie haben deutlich gemacht, dass es hier einen Zusammenhang gibt zwischen einzelnen Industriezweigen. Und für mich ist es immer ganz offensichtlich, wenn unsere Kunden nicht hier am Standort wären, hätten wir keinen, an dem wir Kohle verkaufen könnten. Und dann würde es ein Unternehmen wie die Libak nicht geben. So schlicht und so einfach ist die Situation. Und wir müssen sehen, dass wir hier mit unseren Kunden, mit unseren Lieferanten, mit unseren sonstigen Dienstleistern eine vernünftige Symbiose eingehen, um einfach unseren Auftrag zu erfüllen, zur Prosperität dieses Wirtschaftskreises dazu beizutragen. Ich darf zurückspringen in den Sommer diesen Jahres. Da sah die Situation für die deutsche Braunkohle existenzgefährdend aus. Da kam jemand in Berlin auf die Idee, einen Klimabeitrag ins Leben zu rufen. Und dieser Klimabeitrag hätte für das Unternehmen Libak bedeutet, dass wir an die Existenzgefährdung herangegangen wären. Ich hatte mit meinen Kollegen schon darüber spekuliert, wann wir zum Insolvenzverwalter gehen, ob es im Oktober 2016 ist oder im Januar 2017.
Und das ist jetzt keine Plattitüde, die ich Ihnen hier vertone, sondern es ist bittere Wahrheit. Und ich kann mich bei allen nur bedanken, die mit uns in Berlin gewesen sind im Juni und die mit uns zusammen in einer Summe von ungefähr 20.000 Menschen dem Wirtschaftsministerium klargemacht haben, dass sowas, was sie dort vorhaben, zu Strukturbrüchen führen würden, und solche Strukturbrüche nicht unwidersprochen hingenommen werden können. Und das hat beeindruckt und das hat dazu beigetragen, dass wir jetzt in einer Situation sind, wo wir ohne Strukturbrüche über die Runden kommen werden, aber wo es immer noch schwierig ist, zu Vereinbarungen zu kommen. Ich bin mit meinen Kollegen jede Woche in Berlin, wir sind im Wirtschaftsministerium, um darüber zu beraten, wie die sogenannte Kapazitätsreserve ausgestaltet werden kann. Das ist technisch sehr einfach, da sind wir uns einig, wie es geht. Es wird kompliziert in der Frage der finanziellen Vergütung für solche Dinge. Und hier liegt der Stein begraben. Hier müssen wir noch viele Schularbeiten machen, um das Thema geregelt zu bekommen. Und Herr Ulrich hat es angesprochen. Es ist ja nicht so, wenn wir dieses Thema der Kapazitätsreserve erledigt haben, dass das ungeschoren an der Braunkohlenindustrie vorbeigeht. 2,7 Gigawatt Kapazitätsreserve bedeutet für Deutschland etwa 10-15% weniger Braunkohlenproduktion im Jahr. Das bedeutet im Dreisatz 10-15% weniger Belegschaft, die dazu notwendig ist. Das bedeutet Anpassungen in Strukturen in den einzelnen Unternehmen. Und das alles kostet Geld. Das wird heute in der Journalie leicht vergessen. Und Energiepolitik ist mehr als die Frage, aus welchen Quellen wir unseren Strom beziehen. Energiepolitik ist, wir haben es gehört, Wirtschaftspolitik. Energiepolitik ist Strukturpolitik. Und Energiepolitik ist auch Zukunftspolitik. Zukunftspolitik für Deutschland, aber vor allem auch Zukunftspolitik für unsere Region. Anders als viele Windräder oder Solarpanels, deren Wertschöpfung zum großen Teil außerhalb Deutschlands stattfindet, entsteht die Wertschöpfung aus Förderung und Verstromung von Braunkohle zu 100% hier in unserer Region, hier in Mitteldeutschland. Wir schaffen die Werte hier in unserer Region, der sie am Ende auch zukommen. Wir verdienen mit unserer Braunkohle gutes Geld und leisten damit unseren Beitrag zur Gestaltung nachhaltiger Prosperität in Mitteldeutschland. Der Burgenlandkreis und die mitteldeutsche Region sind unser Zuhause. Die Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft trägt diese Region im Namen und fühlt sich ihr in besonderer Weise verbunden. Mit unserer Braunkohle, zusammen mit unseren Kunden, mit unseren Lieferanten, schaffen wir Werte, die in unserer Region bleiben und einen Beitrag zu Wachstum und Beschäftigung leisten. Ich möchte Ihnen gerne anhand von 6 Fakten kurz darstellen, wie wir das aus Sicht der MIBRAG sehen. Fakt 1. Braunkohle schafft Arbeit und Beschäftigung. Gute Arbeitsplätze und gute Löhne sind für eine lebenswerte Region zentral. MIBRAG sichert 3.100 tarifvertraglich abgesicherte Beschäftigungsverhältnisse in einer Zeit von Mindestlohnjobs und befristeter Beschäftigung. Bei uns im Unternehmen gibt es keinen Mitarbeiter, der festangestellt ist, der einen befristeten Arbeitsvertrag hat, sondern wir sagen, wenn wir jemanden brauchen im Unternehmen, ist es unsere Verantwortung, dass wir ihn über die Zeit, für die er für uns zur Verfügung stehen kann, beschäftigen. Gute Arbeit zeichnet sich aber vor allem aus, nicht nur durch das gezahlte Gehalt, sondern viele Beschäftigte in unserem Unternehmen sind seit mehreren Generationen im Bergbau. Alt und Jung arbeiten in unseren Tagebauen Hand in Hand und lernen voneinander. Hinzu kommt eine, auch von Herrn Hasselhoff schon angesprochene, gute Sozialpartnerschaft mit der Gewerkschaft IGB CE und mit unseren Betriebsräten. Fakt 2. Braunkohle schafft Zukunftsperspektiven für junge Menschen in der Region. Jedes Jahr sind 160 junge Menschen bei MIBRAG in der Ausbildung zu hochqualifizierten Facharbeiterberufen, die weit über den Bergbau hinaus nachgefragt sind. Unser zertifiziertes Ausbildungsangebot richtet sich an alle, die nach der Schule in der Region bleiben wollen und einen gut bezahlten und sicheren Arbeitsplatz suchen und hier eine Familie gründen möchten. Im immer weiter zunehmenden demografischen Wandel ein wichtiger Standortfaktor für die Region. Und diesen Fakt mit der Ausbildung lassen wir uns auch nicht von unverantwortlichen Statements von grünen Politikern aus dem Sächsischen Landtag kaputtreden. Wir stehen zu der Ausbildung
Und wir geben unseren jungen Menschen eine gute Perspektive. Fakt 3. Braunkohle wirkt wie ein Investitionsmotor in die Region hinein. MIBAG investiert in diesem Jahr mehr als 65 Millionen Euro in moderne Anlagen und in Umwelttechnik. Von 250 Millionen Euro, die 2014 an Zulieferer und Dienstleister gegangen sind, sind knapp 60% an Unternehmen in der Nachbarschaft gegangen. Leider können wir nicht alles in die Nachbarschaft geben, weil einfach hier auch die Begrenztheit der Zulieferer Fakten schafft. Wir würden gerne mehr tun, aber es geht leider nicht. Aber auch unsere Zulieferer sind hochspezialisiert. Sie forschen an Innovationen, um die Wertschöpfungsketten noch zukunftsfähiger zu machen und das ist ganz besonders wichtig, aus ihren Standorten heraus auch Märkte im Ausland anzugehen, wo deutsche Bergbautechnik für Tagebaue hochgefragt ist. Fakt 4. Braunkohle sichert die Stellung einer starken Region im globalen Wettbewerb. Energieintensive Unternehmen aus der Region, wie zum Beispiel die Zuckerindustrie, aber auch die chemische Industrie, setzen auf sichere und bezahlbare Energieversorgung aus der Braunkohle oder auf die Braunkohle als Rohstoff wie in der Zementindustrie. Unsere Braunkohle ist damit ein entscheidender Wirtschaftsfaktor und Wettbewerbsfaktor im globalen Wettbewerb um Industrieunternehmen. Unsere Braunkohle bestärkt das Bekenntnis der Unternehmen zur Region. Fakt 5. Braunkohle stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhang in der Region. Unser aller Wertschöpfung schafft Spielräume für umfangreiches Engagement in Kultur, Bildung, Sport und Soziales. Mit unseren gemeinschaftlichen Aktivitäten wollen wir nicht nur die Region ein Stück lebenswerter machen, sondern auch die Identifikation der Menschen mit der mitteldeutschen Region, deren fester Bestandteil die Braunkohle ist, stärken. Fakt 6. Braunkohle ist Grundlage ressourcenschonender Wärmeversorgung und Innovationen. Die stoffliche Verwertung der Braunkohle hat großes Potenzial, alte Produktionsverfahren grundlegend zu erneuern und neue Perspektiven in der wirtschaftlichen Verwertung von Produkten zu schaffen. Unsere Kraftwerke und die unserer Kunden liefern im großen Umfang umweltfreundliche Wärme aus Kraft-Wärme-Kopplung. Unser Kraftwerk Wählitz deckt beispielsweise den gesamten Fernwärmebedarf der Stadt Hohenmölsen und angeschlossene Orte mit fast 11.000 Einwohnern. Wohin steuert nun Deutschland mit der aktuellen Energie- und Klimapolitik? Aus unserer Sicht ist Braunkohle mehr als eine Brückentechnologie auf dem Weg zu 100% Erneuerbaren bei der Stromversorgung. Und ich bin unserem Ministerpräsidenten sehr, sehr dankbar, dass er das klargemacht hat, nicht nur heute hier an dieser Stelle, sondern in vielen Gesprächen und in vielen Diskussionen. Wir sehen es genauso. Mit einer ideologiegeleiteten Umwelt- und Energiepolitik wird unsere Region Schiffbruch erleiden. Siehe Sommer diesen Jahres. Die Pläne für den nationalen Klimabeitrag, ich habe es erwähnt, haben die Region massiv bedroht und hätten fast die Existenz der MIBAG gefährdet. An dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an den Vorsitzenden der IGBCE, Herr Michael Vasseladis, dem es hier gelungen ist, die verschiedensten Parteien, die verschiedensten Stakeholder zu bündeln, zu vereinen, um dahin zu kommen, dass wir das erreicht haben, was wir jetzt erreicht haben. Und mein Dank gilt natürlich selbstverständlich auch an die Landesregierungen in den Ländern, in denen wir zu Hause sind. Wir fühlen uns gut aufgehoben, wir fühlen uns gut unterstützt und wir wollen das Nötige dazu beitragen, das wiederzuspiegeln. Wir müssen aus meiner Sicht in der Region zusammenstehen und uns gemeinsam weiterhin dafür einsetzen, dass die regionale Akzeptanz für unsere Wirtschaftsstruktur erhalten bleibt. Ich bin davon überzeugt, dass die Braunkohle noch viele Jahre nicht nur als Brücke, sondern auch als Standbein einer sicheren und bezahlbaren Energieversorgung Zukunft hat. Ich freue mich und bedanke mich für Ihre Unterstützung, für die Akzeptanz unserer Braunkohle in der Region. Bleiben Sie uns weiterhin gewogen. Ein herzliches Glückwunsch. Also, als Zuckerindustrie haben wir in 2017 das Auslaufen unserer Marktordnung. Das ist für uns ein Strukturbruch, ein Strukturwechsel. Er ist nicht existenziell, aber er wird uns massiv fordern.
Und vor diesem Hintergrund haben wir uns natürlich im Rahmen der politischen Diskussion mit der Bedeutung der Zuckerfabriken im ländlichen Raum beschäftigt. Und da haben wir eine Studie bei dem WIFOR-Institut in Auftrag gegeben, das für jeden einzelnen Standort diese Bedeutung untersucht hat. Und ich glaube, das Wichtige, was wir aus dieser Studie mitnehmen können, ist, dass wir als ländliches Unternehmen mit einer Verarbeitung von Agrarprodukten einen sehr hohen Multiplikationsfaktor haben für die Beschäftigung. Wir haben in Zeitz einen Faktor von 12,6, das ist also enorm hoch für jeden Arbeitsplatz, der bei uns in der Zuckerfabrik stattfindet oder da ist, haben wir 12,6 direkte und induzierte Arbeitsplätze in der Region. Wir haben mit diesem Strukturbruch zwei Dinge, die uns besonders betreffen werden. Das eine ist der Wegfall der Quoten beim Zucker. Das heißt, wir werden in 2017 so viel Zuckerrüben anbauen dürfen, wie wir verarbeiten können. Wir werden also versuchen, mehr Zuckerrüben anzubauen, als wir es im Augenblick tun, sodass wir auf eine gute 120-Tage-Kampagne kommen werden. Auf der anderen Seite haben wir den Wegfall der Quoten für Isoglucose und das gibt uns die Möglichkeit, in diesem Bereich auch aktiv zu werden. Das ist der Grund, weshalb wir die Weizenstärkeanlage in Zeitz bauen. Wir haben vor einem knappen Jahr begonnen. Der Herr Ministerpräsident hatte damals den Grundstein am 17.09. letzten Jahres gelegt und wir haben schon sehr viel geschafft. Das ganze Projekt war schon angesprochen worden mit 125 Millionen Euro und die 100 Beschäftigten, die wir geplant hatten, da sind 98 bereits eingestellt, sodass wir da auch sehr gut im Plan liegen. 300.000 Tonnen Weizen werden wir in dieser Anlage zusätzlich verarbeiten zu dem, was der Standort im Augenblick sowieso schon nimmt und werden daraus Glucose, Sirupe und Gluten herstellen im Wesentlichen. Wir sind so weit, dass die Inneneinrichtung in den Leitständen fertig gemacht wird. Die Maschinen stehen alle in den Gebäuden, die soweit fertig sind. Im Augenblick laufen die letzten Verrohrungsarbeiten und die Verkabelung, sodass einer Inbetriebnahme im Januar 2016 nichts im Wege steht. Zwischen der Alkoholanlage und den Gebäude und den Silos von der Agravis, die wir auch übernommen haben und in unser Projekt integriert haben, haben wir jetzt dort eine geschlossene Bebauung. Wir denken, dass wir jetzt einen sehr guten Standort haben, der uns auch eine sehr gute Synergie und Vernetzung zu einer Agrarraffinerie sozusagen ermöglicht. Wir haben an dem Standort eine Zuckerfabrik, eine Bioethanolfabrik und eine Stärkefabrik. Und ich denke, das, was jetzt an Produkten rauskommt, mag ich jetzt hier gar nicht im Detail erklären. Wichtiger ist, was bedeutet das für unsere Lieferanten, die Landwirte? Wir verarbeiten von ungefähr 20.000 Hektar Anbau Zuckerrüben. Das sind ungefähr 1,4 Millionen Tonnen. Wir haben in der Bioethanolanlage einen Bedarf an 700.000 Tonnen Getreide. Das ist nicht nur Weizen, aber überwiegend. Das entspricht einem Bereich von ungefähr 82.000 Hektar und für die Stärkeanlage brauchen wir dann diese 300.000 zusätzliche Tonnen Getreide und das sind nochmal 35.000 Hektar, die sozusagen als Versorgung für diese Fabrik dann zur Verfügung stehen sollen, hier im direkten Umland. Das ist kein Problem, das haben wir natürlich vorher geprüft. Aber es zeigt doch mal, dass es eine enorme Fläche ist, die dann für diesen Standort bewirtschaftet wird. Und wenn wir uns angucken, was die Wertschöpfung ist, dann haben wir hier mal aus den letztjährigen Zahlen gezeigt, was der Deckungsbeitrag pro Hektar ist bei der Zuckerrübe. Dazu muss ich natürlich sagen, wir sind noch in der Marktordnung noch, haben die Landwirte, die für uns Zuckerrüben anbauen, den garantierten Mindestpreis für Zuckerrüben. Aber hier war der Deckungsbeitrag pro Hektar 1.300 Euro und beim Weizen immer noch 750 Euro. Natürlich, wenn jetzt die Marktordnung fällt, dann wird mit mehr Anbau der Hektarertrag etwas zurückgehen, weil wir
natürlich Chance und Risiko der Zuckerproduktion uns mit den Landwirten teilen und damit voraussichtlich in nächster Zeit der Hektarertrag oder andersrum das, was wir für die Zuckerrübe bezahlen können, nicht mehr ganz so gut sein wird. Aber wir wollen natürlich zusehen, dass wir mit der Zuckerrübe immer noch besser sind als das Getreide. Und alleine im Burgenlandkreis haben wir ein Rübengeld von 8,1 Millionen Euro bezahlt. Und wenn wir den Standort, der ja nun ganz in der Spitze von Sachsen-Anhalt Süd liegt, uns angucken, dann haben wir natürlich auch Landwirte in Thüringen und in Sachsen. Und wenn wir das mal für den Standort insgesamt angucken, darf ich das nächste Bild haben, bitte? Dann sehen wir, dass wir 150 Millionen Euro hier in der Region an Wertschöpfung haben. Und ein wesentlicher Teil davon, und da kommt der Bogen dann zur Kohle, ist natürlich, dass wir unsere Energie nicht irgendwo durch eine Pipeline beziehen, sondern aus dem regionalen Braunkohlentagebau beziehen. Und die größte Position von den Geldern, die wir hier in der Region mit ausgeben, 44%, das sind unsere Energiekosten, die im Burgenlandkreis bleiben. Also von den 25 Millionen, ich muss das jetzt nochmal einschränken, nicht von allen, also so teuer ist die Kohle nicht, sondern es ist so, sie ist für uns sehr interessant und sehr attraktiv und die Braunkohle mit dieser stabilen Energiepreissituation war auch Auslöser, weshalb dieser Standort sich so entwickelt hat. Wir haben als die Alkoholanlage, die gerade ihr 10-jähriges Jubiläum gefeiert hat, gebaut werden sollte, lange überlegt und auch der bayerische Ministerpräsident hat beim Vorstand interveniert, dass doch eine solche Anlage in Bayern gebaut werden sollte, aber der wesentliche Ausschlag war, dass die Braunkohle hier einen stabilen Energiepreis liefert und das gleiche gilt auch für die Stärkeanlage und wir brauchen im Augenblick keine zwei Strukturbrüche. Dass wir mit der Marktordnung jetzt im Augenblick uns auseinandersetzen, ist das eine. Aber wenn wir jetzt auch noch bei dem Energieträger wechseln müssten, dann würde unsere gesamte Kraftwerksinfrastruktur nicht mehr passen. Und wir müssten auch da investieren. Das könnten wir im Augenblick nicht ohne weiteres abfedern. Und ich weiß nicht sozusagen, welche Investitionsentscheidung der Vorstand dann wirklich treffen würde. Insofern sind wir sehr froh, dass die Kohle uns zur Verfügung steht und dass wir da eine stabile Versorgung haben und hoffen, dass das auch in nächster Zeit so bleibt. Und dass wir mit unseren Ideen nicht am Ende sind, ist auch klar. Es ist ja kein hohles Schlagwort, dass man sich mit biobasierten Chemikalien beschäftigt. Wir tun das natürlich auch seit längerer Zeit. Und sind auch da schon sehr weit geschritten. Wir haben unseren Fragenkatalog abgearbeitet und haben doch schon eine ganze Menge Gemeinsamkeiten mit anderen Unternehmen identifiziert, sodass wir jetzt in die Standortfrage auch mit einsteigen. Denn der andere Punkt, der aus dem Wegfall der Quoten kommt, ist ja, dass wir sehr viel mehr produzieren können und werden, damit wir die Kapitalkosten durch einen größeren Divisor klein halten. Aber dann wollen wir diese zusätzlichen Zuckermengen, die ja dann nicht mehr gegessen werden, also sie werden ja sicherlich ihr Verbrauchsverhalten nicht verändern, nur weil wir mehr produzieren, müssen wir natürlich dann am liebsten regional verwerten und dann könnten solche zusätzlichen Zuckermengen halt als Basis für solche biobasierten Chemikalien eingesetzt werden. Und auch da bietet sich natürlich wieder an, wenn man eine stabile Energieinfrastruktur hat, dieses dann an einen sehr komplexen Standort noch weiter zu integrieren und hat dann alle Vor- und Nachteile, die dann sozusagen hier in der Region sind. Und für uns sind es in erster Linie Vorteile. Und ja, das ist die Aussage. Wir sind froh, dass wir die Braunkohle haben und eine Region, die so stark ist im landwirtschaftlichen Produzieren und auch bei den Mitarbeitern so gut ist. Also wir hatten, auch wenn das Schlagwort immer kommt, Fachkräftemangel, wir hatten keine Schwierigkeiten, diese zusätzlichen 100 Mitarbeiter ausfindig zu machen und einzustellen. So viel zur Südzucker im Augenblick und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. In den Darlegungen meiner Vorredner wurde ja
in beeindruckender Weise die Rolle und die Verantwortung des Burgenlandkreises für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung mit dem besonderen Schwerpunkt Energiesicherung durch den Bodenschatz Braunkohle erläutert. Die 5 Netzwerke unseres Burgenlandkreises unterstützen die durch die Landesregierung und den Landkreis vorgesehene Entwicklung der weiteren Rohstoffförderung und Energieentwicklung, um auch künftig Versorgungs- und Planungssicherheit zu haben. Das ist und bleibt für uns eine Frage der Sicherung der Arbeitsplätze auf der einen Seite und die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit auf der anderen Seite. Für die Netzwerke ist es von ausschlaggebender Bedeutung, vorhandene Potenziale zusammenzuführen und für die strategische und praktische Anwendung und Umsetzung vorzubereiten. Dabei können wir in unserem Burgenlandkreis auf eine langjährige Erfahrung in der Zusammenarbeit zwischen der Wirtschaft, der Politik, der Verwaltung, den in der Nähe liegenden Hochschulen sowie die kontinuierliche Zusammenarbeit der 5 Netzwerke Ernährung, Metall, Elektro, Kunststoff, Logistik, Gesundheit, Energie und Bau zurückblicken. Von immer größerer Bedeutung wird dabei die Zusammenarbeit bei der Erschließung des Arbeitskräftepotenzials zur Besetzung unserer Arbeits- und Ausbildungsstellen, die Zusammenarbeit mit den Hochschulen, hier besonders Anhalt, Hochschule Merseburg und natürlich die Martin-Luther-Universität, für die schnelle Umsetzung von wissenschaftlichen Erkenntnissen, die Mitwirkung bei der Gestaltung der Infrastruktur als einen wichtigen Faktor für unsere Wettbewerbsfähigkeit. Die spezifischen Erfahrungen und Kenntnisse aus der Netzwerkarbeit werden durch einen kontinuierlichen Erfahrungsaustausch ausgewertet und in die gesamtterritoriale Entwicklung eingebracht. Die ständigen Gespräche mit den Einrichtungen der Wissenschaft, der Bildung ermöglichen uns in den Unternehmen für unsere eigene Arbeit neueste wissenschaftliche Erkenntnisse zu erfassen und für die Weiterentwicklung der Produktionsressourcen einzusetzen, sowie auch Absolventen in die konzeptionelle Arbeit einzubeziehen und ihnen eine Plattform beispielsweise für ihre Bachelor- und Masterarbeit zu geben. So wird für das kommende Semester auch ein Deutschlandstipendium vom Netzwerk Ernährung finanziell und organisatorisch mit der Hochschule Merseburg vorgenommen. Die 5 Netzwerke in unserem Landkreis arbeiten seit vielen Jahren eigenverantwortlich und konzentrieren sich in erster Linie auf fachspezifische Aufgabenstellungen. Dabei steht die Frage der Erschließung von Ressourcen, die Nutzung von vorhandenen Möglichkeiten bei der Ausbildung in unseren Bildungseinrichtungen, den Erfahrungs- und Informationsaustausch sowie die Unterstützung von kommunalen Aufgabenstellungen bei der Entwicklung der Infrastruktur im Vordergrund. Das Netzwerk Ernährungsgewerbe Sachsen-Anhalt hat in den letzten 10 Jahren den Erfahrungsaustausch intensiv genutzt, eine Meisterausbildung bei der Industrie- und Handelskammer zu entwickeln, die den Erfordernissen, den praxisspezifischen Erfordernissen entspricht, mit Entscheidungsträgern in unserem Bundesland Erfahrung für die Gestaltung der Rahmenbedingungen abgestimmt und wir insgesamt auch im ständigen Gespräch mit den Ministerien und mit dem Landkreis und den jeweiligen Fachabteilungen und den kommunalen Einrichtungen dazu beizutragen, dass wir vernünftige, praxisorientierte und uns insgesamt voranbringende Rahmenbedingungen in unserem Bundesland gestalten. Das Netzwerk Gesundheit hat verstärkt potenzielle Leistungsträger aus dem Bereich zusammengeführt und gemeinsame Aufgabe zur Unterstützung der Gesundheits- und Sozialpolitik entwickelt. Das Netzwerk Metall konnte fachliche Elemente der Metallpraxis koordinieren und breite Informationen für die Mitglieder des Netzwerkes zugänglich machen. Und ein letztes Beispiel in der Kürze der Zeit: Das Netzwerk Logistik konzentriert sich seit dem Bestehen auf die Ausarbeitung optimaler Varianten zur Sicherung einer effektiven Transport- und Lagerleistung,
besonders auch territorial und lokal orientiert, um terminqualitätsgerechte Leistungen zu realisieren und die Zusammenarbeit dieses Netzwerkes über die Kreisgrenzen hinaus hat auch zum Erfolg und zur Weiterentwicklung beigetragen. Sehr geehrte Damen und Herren, die Entwicklung der Metropolregion hat ja heute schon hier gestanden, ist für die weitere wirtschaftliche Entwicklung des Burgenlandkreises aus unserer Sicht von großer Bedeutung. Geht es doch um die länderübergreifende Zusammenarbeit von Gemeinden, von Landkreisen, Institutionen und natürlich auch den Unternehmen und ermöglicht auch die koordinierte Entwicklung und den Ausbau unserer Region. Deshalb stehen wir als Netzwerke hinter dieser Entwicklung und werden sie mit den uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten unterstützen. Ich möchte an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen, dass die Mitglieder der Netzwerke auch in der richtigen Art und Weise beim Umgang mit Asylbewerbern und Flüchtlingen eine Chance sehen, den Eingliederungsprozess für reale Beschäftigung zu unterstützen. Hier sind wir mit unserem Landrat einer Meinung. Wir sind für eine nachhaltige Willkommenskultur und unterstützen die Maßnahmen des Burgenlandkreises. Natürlich müssen wir, und darauf muss immer wieder hingewiesen werden, Voraussetzungen schaffen, dass alle Möglichkeiten ergriffen werden, den Menschen zu ermöglichen, dass sie schnell unsere Sprache lernen und Grundfähigkeit für den Einsatz in unseren Unternehmen mitbringen können. Sehr geehrte Damen und Herren, ich hoffe, ich konnte in der Kürze der Zeit deutlich machen, dass die Netzwerke im Süden unseres Bundeslandes einen eigenständigen Beitrag geleistet haben und auch künftig leisten werden. Wir wollen die Gesamtentwicklung voranbringen, nutzen dabei eine breite branchenübergreifende Zusammenarbeit und erwarten von unserer Landesregierung auch in Zukunft die erforderliche Unterstützung, wie sie beispielsweise im Leitmarktarbeitskreis und in der Diskussion zur regionalen Investitionsstrategie zum Ausdruck kommt. Schönen Dank. War diese Konferenz heute einfach ganz wichtig zu erklären, wo stehen wir. Wir haben gehört, in Deutschland gab es manchmal Sommermärchen. Es gibt aber auch Dramen, die sich in Berlin abspielen, wenn man nämlich über eine Energieabgabe nachdenkt, wo bei uns im wahrsten Sinne des Wortes die Lichter ausgegangen werden. Es ist heute vielen gedankt worden, die sich eingesetzt haben. Ich sehe auch Dr. Mühlhaus hier, der immer ein Wegbereiter war für Innovation. Wir sind vorhin in der Pressekonferenz gefragt worden, wie sieht 2050 aus? Das ist noch ein relativ weiter Sprung, da kann man sich sehr einfach machen, weil die, die es heute behaupten, es später nicht verantworten müssen. Das wollen wir nicht und deswegen will ich enden mit etwas, was mir mindestens am Herzen liegt, wie den Rednern, die heute hier am Pult standen. Wir sind einer Frage nämlich nicht ausgewichen, das ist die Frage der Flüchtlinge, die Deutschland zurzeit bewegt. Es gab seit der Wiedervereinigung noch nicht so eine große Bewährungsprobe für diese Bundesrepublik wie jetzt. Die Welt schaut auf uns, wie verhalten wir uns und ich habe mich heute sehr gefreut, dass eigentlich die Position sehr klar war. Und deswegen will ich ganz offen formulieren, wer auf der Flucht ist, ist eigentlich auf der Suche nach Heimat. Und es ist die verdammte Pflicht einer humanen Gesellschaft, Heimat zu bieten. Auch wir könnten auf der Flucht sein, wir wollen es nicht vergessen. Deswegen müssen wir Schicksale teilen und deswegen müssen wir denen eine Absage erteilen, die es einfach viel schlechter wissen können. Aber ich will auch sagen, wir sind finanziell vor einer ganz, ganz großen Herausforderung. Auch das ist kein Spaß und auch dort muss vom Bund angefangen, über das Land Sachsen, über die Kommunen, das geleistet werden. Von guten Willen allein ist keinem Flüchtling geholfen. Und letztlich, und da wende ich mich nochmal ganz konkret an unseren Ministerpräsidenten, diese Zeit der Herausforderung ist keine Politik für Feiglinge. Zeit für Feiglinge und deswegen, lieber Dr. Haseloff, sind wir froh, dass wir Sie haben. Denn, wenn Sie mir das noch gestatten, wer in München bayerische Verhältnisse mit Griechenland vergleicht, der hat schon eine Menge Mut. In dem Sinne denke ich, dass wir auch von Sachsen-Anhalt eine klare Ansage machen. Wir müssen es nicht verstecken, weil der Strom kommt von Sachsen-Anhalt und da gehen sonst in Bayern die Lichter aus. In dem Sinne, alles, alles Gute für Sie, guten Heimweg und die Welt erklärt sich selber. Herzlichen Dank.